Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton und die verlorene Zukunft. Dies ist eine kleine Bonus-Episode, weil Luke hat uns ja noch ein kleines Rätsel übrig gelassen. Das letzte Rätsel, 130 ist das Rätsel und es ist 30 Pikarad wert. Alles weitere finden Sie im beiliegenden Umschlag. Ich habe den Wachsstempel für das Siegel selbst angefertigt. Mein Siegel sieht genau aus wie Ihre. Wie das Ihre, allerdings in Blau. So wie meine Kappe. Und das L steht natürlich für Luke. Mir ist sogar ein Rätsel dazu eingefallen. Bei welchem der vier Beispiele A, B, C, D handelt es sich wohl um meinen Stempel? Kreisen Sie ihn ein. Okay. Also vom normalen Betrachten her würde ich sagen, es ist C. Weil das komplett frei ist und es muss ja das L spiegelverkehrt sein, weil es hereingestempelt wird. Also nehmen wir C als Antwort. So sollte es stimmen. Jaha, es ist richtig. So gefällt mir das. Und 50, also 5063 Pikarad. Hervorragend. Die Herausforderung bestand darin, die unterschiedlichen Kappenformen zu ermitteln. Und hier herauszufinden, dass L auf dem eigentlichen Stempel seitenverkehrt sein muss. Toll, dass das L zugleich für Layton und Luke stehen kann, nicht wahr? Professor, los Professor, öffnen Sie das Siegel und lesen Sie weiter. Rätsel 130. Das letzte Rätsel ist im Rätselindex spielbar. Du hast alle Rätsel des Abenteuers gelöst. Herzlichen Glückwunsch. Versuche dich nun an Laytons Aufgaben und dem Rätsel der Woche. Ich freue mich auf ein neues Abenteuer mit Ihnen zusammen. Bitte lassen Sie mich nicht warten. Ihr ergebener Lehrling Luke. Fortsetzung folgt. Na, hat dir Professor Layton und die verlorene Zukunft gefallen? Aber sicher doch hat es das. Du hast jedes einzelne Rätsel der Handlung gelöst. Hut ab vor dieser Leistung. Noch mehr Knobelspaß erwartet dich beim strengen Geheimbereich, sowie im Rätsel der Woche. Weiterhin noch viel Spaß mit diesem Spiel und noch einmal allergrößtes Kompliment. Da die Geschichte damit zu Ende ist, hast du nun die Möglichkeit, deinen Spielstand zu speichern. Wenn du diesen Spielstand wieder lädst, setzt du das Spiel im Inneren der mobilen Festung fort. Von dort aus kannst du jederzeit zurück in die Stadt fliegen und dich dort umsehen. So kannst du alle Rätsel lösen und Dinge finden, die du vielleicht übersehen hast. Muss ja nicht sein, aber speicher mal trotzdem. Zum ersten Mal seht ihr mich wieder speichern. Genau. Ja, damit haben wir das Spiel durch und wir schauen uns einen kleinen Bonus an. Da ich noch ein paar Minuten Zeit habe, mache ich ja gleich eine kurze Pause, weil ich möchte euch einen Bonus noch zeigen. Den streng geheimen Bereich. Wir können uns ja erstmal angucken, was wir freigeschaltet haben. Wir haben die Profile freigeschaltet. Die kann ich mal schnell durchklicken. Ihr könnt als alles auf Pause machen. Ich klicke mal schnell durch.
Und damit sind wir durch die Charaktere durch. Eine kleine Galerie mit den Bildern. Ihr könnt wieder lesen und ich gehe schnell durch die Bilder durch. Das war's schon wieder. Musik brauchen wir nicht, Stimmen brauchen wir nicht. Die geheime Tür würde ich euch jetzt gerne noch zeigen. Ich mache einen kleinen Screenshot und bin sofort wieder da. Ja, Leute, wir sind zurück, aber diesmal nicht in Professor Layton und die verlorene Zukunft, sondern zurück bei Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Diesmal schauen wir uns die Fahrkarte in die Zukunft an. Und für diesen Fall habe ich einen Screenshot gemacht. Diesen hier, damit ich den Code einfach eingeben kann. Und zwar ist es 8. Hoch, ich muss es ein Stück zur Seite schieben. Ihr habt gesehen, dass ich es aufgeschrieben hatte. D2 F 2 B 4 und D. Okay. Passwort der geheimen Tür. Fortsetzung. Diesmal sehen wir Artworks. Ein bisschen verwaschen, ich hoffe, ihr könnt es trotzdem erkennen. Der Molentry Express. Damit haben wir für diese Episode genug gesehen. Die nächsten Sachen zeige ich wahrscheinlich erst im nächsten Video. Es sei denn, ich kann den Code von diesem Spiel nochmal kopieren und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Wieder zurück zu Let's Play Professor Layton und die verlorene Zukunft. Und diesmal haben wir den Code von der Schatulle der Pandora eingegeben und gucken uns mal die Fortsetzung an. Da wären wir wieder, Luke. Hier stehen wir vor der Geheimtür dieses Spiels. Ganz genau! Was uns wohl diesmal Rätselhaftes dahinter erwartet? Du kannst es schon gar nicht mehr erwarten, wie? Ganz und gar nicht! Das stimmt! Na dann, wollen wir die geneigte Spielerschaft nicht länger auf die Folter spannen. Hier also unser kleines Geschenk an alle Rätselfreundinnen und Knobelfreunde. Ein Schieberätsel. So trifft man sich wieder, Professor. Ich bin es, Anthony, Ihr Widersacher aus Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Ich hätte da ein wirklich reizendes Rätsel für Sie. Können Sie den Edelstein aus der Mitte dieser komplexen Schatulle nach oben zur markierten Stelle manövrieren? Alberne Tipps gibt es von mir jedoch keine. Ich wünsche, dass Sie dieses Rätsel in seiner reinsten Form genießen. Okay, liebe Leute, da ich nicht weiß, wie lange ich dazu brauchen werde, mache ich hier eine kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder. Nach Ewigkeiten habe ich es jetzt endlich gelöst. Der Edelstein kann nach draußen. Herausragend! Ihre vortrefflichen Rätselkünste haben Ihnen bereits im Professor Layton und die Schatulle der Pandora beste Dienste geleistet, wie ich mich erinnere. Und noch eine Bitte. Meine wahre Identität sollte unter uns bleiben, verstanden? Auf Wiedersehen. Damit haben wir dieses Rätsel auch gelöst und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. See you later, Leute.